Du kennst noch eine Geschichte. Ja, hier in Hamburg, Dachdecke, hat er immer besorgt. Auf jeden Fall das Abend, ich sag, komm, wir gehen mal in die Stadt. Ich will nicht nur arbeiten, ich will doch mal gucken, wie die in Hamburg aussieht. Nee, ich bin aber müde. Und dann mit knapp über 30. War ich schon über 30, weiß ich gar nicht. Vielleicht war ich noch jünger. Auf jeden Fall bin ich alleine gegangen, habe mich tätowieren lassen. Ja, gesoffen habe ich wirklich nicht, weil da war mir zu neppig. Da war doch ein bisschen zu viel von den Werbern da. Da war mir zu überlaufen mit der ganzen Werbung. Meine Mutter hatte damals noch zu meiner Frau gesagt, meine jetzige. Einmal Andrea, du glaubst doch nicht, dass der Kerl was mitbringt. Der wird ja alles. Habe ich aber nicht. Ich habe noch Haare und noch, die haben mich nach Hause gebracht und dann haben nicht alles. Aber meine Mutter meinte.